Guck mal, außerdem ist mein dickes Gesicht ist doch vorne. Ich hätte dir da nur meine Fahrschule zeigen. Hm? Hast du mal den Unterschied gesehen? Zwischen Fahrschule welcher und welcher, oder was? Ach, das läuft du, schon. Nee, du darfst ja keinen Namen nennen, ist ja klar, ne? Darfst du keinen Namen nennen, weil du darfst ja nicht vergleichende Werbung machen, das geht ja nicht. Läuft ja schon. Außerdem kann es ja sein, dass die andere Fahrschule das auch sieht. Und dann ruft sie dich an und sagt, nee, sie ruft dich dann an und sagt, verstehst du? Ja, ja, das läuft schon. Jetzt also kein Blödsinn erzählen, sonst... Du musst mich mal vorwarnen. Wusstest du, dass das 5 Kilometer kürzer ist hier rum? Nein. Das ist es aber. Ja? Ja. Wenn du unten rum fährst über Laudenbach, ja, nach Mergentheim, ist das 5 Kilometer länger. Ich habe das nämlich extra mal getestet. Und du als Fahrlehrer weißt es nicht. Tja, das ist immer... Was der Hölle. Das ist übrigens... Das ist übrigens Tobi. Ich darf nicht Tobias sagen, weil dann sagt er, dann muss ich das Video löschen. Das ist Tobi. Ein langjähriger Freund von mir. Läuft das jetzt die ganze Fahrt? Ja, das läuft jetzt die ganze Fahrt. Du bettelst seit fünf Jahren, dass du mit mir in ein Video möchtest. Seit 5 Jahren. Auf Eating wollte ich. Ja, warum? Ja, hättest du was zu essen gekauft, hätte man es im Auto essen können. Ich hab doch gesagt, wir gehen in die Bäckerei und du hast schon wieder ein Frühstück. Nee, ich habe nur ein Toast mit Spiegelei gegessen. Ja, du glaubst schon, wenn ich zum Essen eingeladen werde. Also kommt vielleicht noch ein Auf-Eating. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir kaufen jetzt einen Laptop zusammen, weil Tobias zwar ein ausgezeichneter Fahrlehrer ist, aber mit Laptops hat er es nicht so. Und mit Datensicherung, guck auf die Straße. Und mit Datensicherung hat er es auch nicht so. Obwohl ich ihm auch seit 5 Jahren sage, er soll seine Daten sichern. Ja. Ja, aber es ist halt so. Aber zum Glück hat man mich als Freund, ich sichere seine Daten auch so noch. Er kauft ihn mir sogar. Ja, ich kaufe ihn ihm sogar, also kein Problem. Versteht er? So. Und dafür sind Freunde ja auch da. Gell? Genau. Wir sprechen auch nicht über diverse Ex-Freunde. Nee. Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Ich auch nicht. Da gibt es irgend so einen, der rennt die ganze Zeit um sein Leben. Weißt du? 40 Kilometer am Tag. Und wird immer dünner und immer älter. Ich auch, ganz klar. Na, aber ich habe den letztens gesehen, der sieht ja aus wie 50. Na gut, der ist ja fast 50. Fällt mir gerade ein. Der ist ja fast 50. Ja. Ja, ja. Und freust dich schon? Auf wen? In ein paar Wochen geht's los. Was? Sage mal, du heiratest vielleicht? Das hätte jetzt nicht hier reingehört. Jetzt fahr ich so. Ach, fährst du gerade aus? Ja, ich wollte, hab ich mich abgelenkt. Bist du für ein Fahrlehrer? Ich wollte den Brand da oben mal anschauen. Ach so, da hat der die Hütte gebrannt, gell? Ja. Wo wohnt die Familie jetzt? Nee, ich meine, die Lagerhalle. Ach so, die Lagerhalle. Ach, das war doch auch hier in Adolfshausen, jetzt am Wochenende. Wir sind ja aber nicht in Adolfshausen. Ja, ja, aber wir sind ja in Pfitzingen. Scheiße. Scheiße. Ja, das ist ja Pfitzingen. Das war ja gar nicht Adolfshausen. Da ist ja auch eine komplette Hütte abgebrannt. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, wie die Familie heißt, keine Ahnung. Ja, ja, so kann es passieren. Ne? So kann es passieren. Kurzschluss in der Waschmaschine. Keine Ahnung. Doch, ist in der Zeitung gestanden. Ich habe keine Zeitung. Ach so. War wohl ein Kurzschluss in der Waschmaschine. Und dann ist die komplette Hütte abgebrannt und die sind mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Da geht es zur Kirche dann, gell? Der Mutter weiß, wo irgendwas. Ach, heirate ich in der Bergkirche? Ja. Nee, da will ich nicht zuschauen. Da muss ich immer so weinen, weißt du? Da muss ich immer. Aber gefeiert wird in der Krone. Besten Hause am Platz. Ja. Hotel Gasthof Krone. Sagt keiner was dagegen. Sagt absolut keiner was dagegen. Das stimmt tatsächlich. In Niederstedt. Gruß an Dirk Marquardt, der meine Videos guckt, wie ich zu Witt gare. Also bitte, ja. Der hat letztens hat er zu einem gesagt, zum Joachim, weil der ihn angesprochen hat, wo der Hettle ist, warum der Hettle nicht da ist beim Genießertag. Und da hatte Dirk gesagt, der hat doch gar keine Zeit, der muss doch jetzt alles so weit garen. Du siehst, dass der Dirk meine Videos anguckt. Siehst du? Der Chefkoch von der Krone, der Besitzer von der Krone sogar, ne? Krone.
guckt meine Videos an, wie ich sous vide gare. Deswegen bin ich ja so fett, guck hier. Das ist voll mein Kinn hier. Ja. Aber hast du schon mal, ey, du musst unbedingt mal zu mir zum Essen kommen, wenn ich einen Schweinebraten sous vide gare. Ey, unglaublich. Ich weiß nicht mal, was sous vide ist. Ja, das ist ja wunderbar, dann erst recht. Dann muss ja erst recht kommen, weil das ist unglaublich, ey. Unfassbar. Du kannst das Fleisch am, das ist ja 12 Stunden lang, liegt es vakuumiert in 80 Grad heißem Wasser. Und wenn du das dann da rauspackst und du holst das da raus, das zerfällt quasi, ja? Kostet praktisch auch keinen Strom. Doch, Strom kostet. Ach, guck mal, warum ist das abgebrannt? Keine Ahnung. Da standen Autos drin. Ah, Oldtimer und was da würde auch, ja. Wohnmobil oder was war's denn? Das war hoffentlich gut versichert. Also da kann man jetzt aber, da kann man jetzt laut spekulieren, oder? So eine Halle brennt doch nicht so einfach ab. Keine Ahnung, technischer Defekt quasi. Ach du großer Gott. Weil da stand da nicht auch sein Lamborghini drin? Keine Ahnung, was da drin stand ist. Ah nee, den hat er ja verschrottet, glaube ich. Den, weiß nicht einmal, wer. Den Lambo hat er, glaube ich, gegen die Wand gefahren. Weiß gut, ja. Doch, doch, ich weiß, wem das gehört. Der hat so eine riesige Solarfirma aufgezogen. Aber irgendwie ist dann doch nichts draus geworden. Der ist ja irgendwie pleite gegangen, glaube ich. Der Sonnengott aus dem Taubertal. Genau, ja, ich glaube, der Abi, ich will mir jetzt nicht hier aus dem Fenster lehnen. Aber letztens habe ich wohl mal sowas gelesen, dass da wohl einer in Konkurs gegangen ist. Ich weiß aber nicht, ob das der war. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Fährst du bei Elbersheim, damit nicht die Serpentine runterrutscht. Weil die immer so schlecht wird. Ja, mir wird es schlecht, ja. Jetzt kotzt du das ganze Auto voll. Das ist kann ich. Und ich habe so einen Schädel. Bist ja auch nicht mit der Jüngste. Ja, nee. Ich bin 53. Das geht nicht mehr so einfach. Und wann fährst du schon mal als Beifahrer? So gut wie nie. So gut wie nie. Ich bin so gut wie nie Beifahrer. Zu 95% bin ich ja der Fahrer. Ja. Und jetzt bist du als Beifahrer, fährst du jetzt so gut wie nie. Genau. Wortspiel. Ja. Jetzt hätte ich beinahe was gesagt, aber das darf ich ja auch wieder nicht. Schieb mal ins Lenkrad rüber, weißt du? Das geht ja auch nicht. Du musst die Musik ein wenig leiser machen, weil sonst sperren die das vielleicht. Das gibt dann ja halt immer Probleme, ne? Ach so. Dass YouTube da immer welche Sachen sperrt. Jetzt ist es ganz oft so, dass es auf dem PC nicht gesperrt ist oder auf dem Laptop, aber auf dem Handy kannst du es nicht angucken. Mhm. Da schreiben mir dann viele, ey, dein Video ist nicht da. Und sage ich, doch, darfst du nur nicht auf dem Handy angucken. Ja, aber siehst du da einen Unterschied? Ja, woher soll ich das wissen, bitte? Ich habe keine Ahnung. Inzwischen gehen ja 30% der Leute übers Handy auf YouTube. 30%. Mhm. Und die Einnahmen gehen dir dann ja auch verloren. Hier ist überall rechts vor links, gell? Ganz bescheuert. Hier? Nur, dass du das weißt, ja. Da auch, ne? Überall. Ja, ja. Aber das weiß ich doch. Ja. Ich habe hier mal gewohnt. Ja? Ja, da hinten in der Straße. Unten im Haus. Und das Haus gehört einer evangelischen Pastorin. Ja, was du schon alles erlebt hast im Leben. Die gehört einer jetzt pass auf. Diese evangelische Pastorin hat mir mal die Wohnung gekündigt wegen meinem unmoralischen Lebenswandel. Was hast du gemacht? Ich habe jeden Freitag, jeden Samstag eine andere Frau mitgebracht. Aber das hat die halt gesehen irgendwann. Hast du dich durch die Gegend gepumpt? Ja, war ja logisch. Ich habe da jeden Freitag, ich habe ja am Baccarat noch aufgelegt. Und dann hast du die Mumien mit heimgenommen? Nee, wow. Nee, Junge halt. Doch, komm, du, da waren Junge. Ein Junge. Du, bla, da war, bla. Sag nix, da waren auch Junge, ohne Scheiß. Ach, da waren ja auch Junge. Ey. Und die habe ich am Freitag mit heimgenommen und am Samstag wieder hochgefahren und am Samstag eine andere mit heimgenommen und am Sonntag wieder hochgefahren. Und das hat die mitgekriegt. Dann hat die mich gekündigt, wortwörtlich wegen meinem unmoralischen Lebenswandel. Ja, das geht ja nicht. Ohne Scheiß, da war ich beim Anwalt und der Anwalt hat gesagt, in 40 Jahren oder sowas noch nicht gesehen. Du brauchst dich wundern, warum du ständig so krank bist, wenn denn deiner Jugend da... Weil ich rumgevögelt habe, oder ja, was? Nur. Ey, ich hab locker 50 Frauen gevögelt. Locker. Das langt nicht. Pfui, ohne Scheiß, langt nicht. 50 langt nicht. Ey, was ist denn eigentlich da? Sollen wir da bei dem mal hingehen, wo du gestern gesagt hast? Beim Band. Ja, erst zum Hemm. Wenn der Hemm nichts hat, gehen wir zum Band.
Oder wir fahren eh beim Band jetzt vorbei. Mir ist wurscht. Ich kenne den nicht, ich war da noch nie. Dann fahren wir mal zum Thomas Band und dann gucken wir mal, was der hat. Aber mehr wie 500 geben wir nicht aus. Hat es der Frau genehmigt? Ja. Frau, ja. So, wenn man 500 Euro ausgibt, ihr lieben Händlenauten, das muss die Frau genehmigen, sonst. Ja, du brauchst ihn ja, ne? Wenn man es auch noch findet, kannst du ihn morgen wieder bei mir abholen. Ja? Dann hast du morgen deine ganzen Daten wieder drauf. Ja? Ja, ist das auch ein Computer? Ja, klar. Steht da also die Computer rum, den man angucken kann? Ja, ja, den gibt es da schon 30 Jahre. Echt? Ja, ja. Thomas Band ist eine Legende bei uns. Wer ist denn bei uns? Bei uns Computer-Nerds. Ist der Thomas Band eine Legende? Echt? Ja, der hat schon mit Atari schon angefangen. Gott, schon 30 Jahre her. Hat schon Ataris verkauft und C64, so lange gibt es den schon. Das war auch so typisch wie einer, der halt der als Jugendlicher in der Garage schon Computer repariert hat. Den gibt es schon ewig. Den gibt es schon ewig. Muss beim Ring rechts fahren. Jetzt darf ich mal den Fahrlehrer scheuchen, weißt du? Beim Ring rechts, bitte, Herr Fahrlehrer. Beim Ring? Kreisverkehr. Kreisverkehr heißt das, okay. Müsste der Kreisverkehr sagen, ja, ne? Ist ja ein Kreisverkehr. Ja, ja, ja. Der Navi sagt auch immer Kreisverkehr. Ja. Ja, der sagt das auch immer Kreisverkehr. Ring sagt der Grün. Sagt niemand, ne? Außer der Hedley. Ja, der Hedley halt, ne? Beim Hedley ist alles anders. Der Hedley sagt immer Ring. Sonst babbel ich immer ein bisschen mehr. Was ist los? Hemmt dich die Kamera oder was? Du, bei mir ist genau andersrum. Wenn die Kamera angeht, hört der Schnabel gar nicht mehr auf. Ja, ich merk's. Bei mir ist genau andersrum. Wenn wir nachher daheim sind, dann verschreibst du es einer Frau und sagst, mit dem fahre ich nie wieder. Oh. Mein rechtes Ohr ist kaputt. Ey. Irgendwas wollte ich abgekauft. Vorhin noch fragen. Ich meine, frag mich. Ich weiß es ja nicht mehr. Ach so. Dann bin ich jetzt mal 10 Sekunden still. Nee. Vorhin, wo wir da durchgefahren sind, wollte ich dir irgendwas sagen. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Bitte am Kreisverkehr rechts abbiegen. Nee, die erste raus im Kreisverkehr. Ach so. Stimmt. Das sagt der Navi auch. Der sagt nicht rechts abbiegen im Kreisverkehr. Weil wo willst du da rechts abbiegen, wenn es 5 Abfahrten gibt? Genau. Aber der Berliner Ring heißt Berliner Ring. Der heißt nicht Kreisverkehr. Das ist ja auch ein Kreisverkehr. Das ist ja nur ein kreisähnlicher Verkehr. Okay. Da vorne, dann rechts. Ach so. Und dann dem Verlauf der Straße folgen bis zum Galgeberg. Ja, so wie immer halt. Für den habe ich mal gearbeitet, für den Kimmelmann. Weil ich bin ja gelernter Schlosser. Was du alles gelernt hast schon im Leben? Ich bin gelernter Schlosser. Da. Ja, für den habe ich gelernt. Und hier kommt gleich irgendwann Bauer Security. Bauer sucht Frauen. Ja, ja, Bauer Security. Da. Ne? Wo muss ich hin? Ne, da rein. Hab ich doch gesagt, Galtenberg. Und jetzt das letzte Haus da, das da. Da sind die Rolle dann runter, der Schreif. Aber der wohnt doch da oben. Daran. Computertechnikband. Da sind wir richtig. Jetzt gucken wir mal da. Jetzt gucken wir mal da, ob wir was finden. Jetzt haben wir einen Laptop gekauft. Oh, das war wie eine Geburt von Vierlingen. Ah ja, du kommst, Gerd. Nee, es war gut. Es ging ja relativ schnell. Ah ja. Aber ich weiß immer noch nicht, ob das richtig das war. Das war richtig. Du würdest auch, wenn wir im Hemm waren und im Mediamarkt und bei Quelle und beim Otto-Versand, hättest du hinterher auch nicht gewusst, ob es richtig war. Du bist halt so. 500 Euro sind für dich halt eine Menge Geld. Ist ja auch so. Für mich sind 500 Euro Peanuts. Für mich sind 500 Euro auch eine Menge Geld. Aber es ist halt so, glaub mir schon. Das ist schon der Richtige. Ich richte dir den und morgen holst du den ab. Okay? Guck, da kommt die Fahrschule. Ist das Fahrschule? Ja. Okay. Hier gehen wir nach Weigesheim ins LBV. Da kriegst du wenigstens so einen gescheiten Kaffee. Meinst du? Ja, ja. Da muss ich nicht unbedingt hin. Okay. Wir können auch heim, da kann ich schneller an deinem Laptop arbeiten. Wenn, dann gehen wir hier rein, schnell. Handelshof. Können wir auch machen. Oder willst du in die LBV? Gott, hast du gesagt, du magst nicht in die LBV.
ich liebe den Kerl, aber ich darf es nicht laut sagen, weißt du. So am Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Nein, nicht am, im. Ach Mann, ey. Müsst ihr das so genau sprechen, ja, ne? Kannst du ja nicht sagen, hier, ich gare heute meinen Schnitzel, obwohl das Braten duscht. Hm. Hat da jemand reingefahren? Wer, du? Ich doch nicht. Dachte schon. Ja, ich, ja, das steht sie wieder nicht gegart. Gegart wird im Wasser. Eben, und hier wird ja auch nicht am Kreisverkehr rausgefahren, sondern im Kreisverkehr. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Er ist der Fahrlehrer. Wo wollen wir jetzt hin? Jetzt bin ich LBV. Jetzt bist du wieder vorbeigefahren, jetzt können wir auch zur LBV. Da können wir auch die Kamera noch ein wenig laufen lassen. Außerdem hat er gar keine 500 Euro gekostet, aber viel billiger. Der jetzt? Ja. Ja, 470. Muss ja nicht jeder wissen. Ich piepse es raus. Habe ich jemals was gepiepst? Ah, ja, ja, tatsächlich doch. Ich habe mal ein Video gemacht. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich so ziemlich alles rausgepiepst habe. Das habe ich schon eine Weile her. Kannst du nicht das? Das habe ich halt als Gag gemacht, weißt du? Als Gag, dass ich alles gepiepst habe. Fuck! Ja, genau, piep! Sowas wie Penis und Ficken darf man ja bei den Amis nicht sagen. Die piepsen das ja auch alles raus. Und jetzt war der Jan Böhmermann in Amerika zu einem Interview. Und er hat sich gewünscht, dass er mal ein paar Sachen sagen darf und die dann gepiepst werden. Das war so ein Wunschtraum von ihm, so ein Kindheitstraum, dass er im amerikanischen Fernsehen zensiert, also gepiepst wird. Das haben die gemacht und die haben ihn gepiepst. Hat er sich gefreut. Ich muss jetzt mal telefonieren. Macht das. Oder ist das schlecht, wenn das Ding läuft? Ja, sie darf halt nichts sagen, was ich dann nicht veröffentlichen darf. Du bist danach fixen fertig. Ja, was, was? Sexuelle Schmerzen. Ja, ja, eben, ja, ja, klar. Nachher sagt sie irgendwelche. Boah, Tobias, du warst heute Abend so gut, ey. Heute Nacht. Ich bin immer noch ganz wund. Das wäre ja nicht schlimm. Das wäre ja nicht schlimm, ne? Das wäre ja eigentlich. Ey, guck bloß, dass sie das. Ja, so. Alter Angeber. Weißt du eigentlich, was eine Frau sagt, wenn sie 7-mal am Stück gekommen ist? Nee. Danke, Tobias. Oh Gott, das hat sich auch nicht geändert. Oh Mann. Die Ariane hat noch nicht Danke gesagt. Die sagt jedes Mal Danke. Echt? 8-mal am Tag. Nur halt nicht am Stück. Weißt du? Wow. Ja. Wo ist jetzt da der Unterschied? Meine darf zwischendurch aufstehen. Ja, ja. Ey, ohne Scheiß, als Jugendlicher. Was heißt als Jugendlicher? Ich war so um die 20. Ist 11. Da jetzt der Akku dabei überhaupt? Ja, ja, alles dabei. Und das Kabel auch? Alles dabei. Ich habe gar nicht aufgepasst. Doch. Alles dabei. Sollte man zuhören. Betriebsanleitung. Es gibt keine Betriebsanleitung für Laptops. Aber wieso nicht? Weil es die schon lange nicht mehr, weil das Geld kostet. Verstehst du? Habe ich meinen Satz nicht vollendet. CDs, wo man was installieren das, muss. Das ist alles schon installiert. Da könnte ich jetzt heim. So, und sofort loslegen. Und sofort loslegen. Ja. Ist aber noch kein Word drauf, kein Excel, kein Internet, ist alles noch nicht drauf. Das muss ich alles noch machen. Ich habe gedacht, Internet ist drauf. Ich könnte ja, 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 aber da, ja, mit dem Microsoft Edge Browser, das wollen wir schon mal nicht. Du willst ja schon, wenn dann schon deine Daten auch noch drauf haben. Die mache ich dir jetzt noch drauf, holst du morgen früh ab. Meine Heimatfilme. Soll ich dir welche drauf machen? Nein! Echt nicht? Nein! Ich hab die komplette Webseite teendreams.com habe ich komplett alle... Ich weiß ja gar nicht, was teendreams ist. Ja, aber ich komplett alle Videos. Weil es gibt da eine Sicherheitslücke. Du kannst, ohne dass du das bezahlst, über ein bisschen... manipulieren von den Links zu den Videos, kannst du dir die runterladen. Taschengeldbeutel. Mein Nachzähler hier, der mich nicht beschissen hat. Warum sollte der dich bescheißen? Die Welt ist schlecht. Die Videos könnte ich dir drauf machen. Ich brauche keine. Das sind 347 Videos. Ich habe eine heiße Frau. Ja, das hat er. Das hat er. Eine ganz liebe Frau. Du hast Scheiß gesagt. Ich habe lieb gesagt. Eine ganz liebe.
Und er ist froh, dass er überhaupt auch eine gefunden hat, die ihn nimmt. Ich übrigens auch, also von daher. Mit mir ist es auch kaum auszuhalten. Was es nicht heißt, dass es mit dir nicht auch kaum auszuhalten ist. Du denkst an deine Frau, wird es warm, gell? Ja, wundert mich nicht. Er denkt an seine Frau, dann wird es ihm warm. Das wundert mich nicht. Also heute Abend komme ich und hole ihn ab. Ja, heute Abend bin ich nicht da. Ich bin heute Abend in Bietigheim, Bissingen. Ach, so ein Quatsch. Ich bin heute Abend in Bietigheim, Bissingen. Komm. Ich bin heute Abend in Bietigheim, Bissingen. Ich fahre um 13 Uhr los. Du hast einen Arzttermin um 13.30 Uhr. Ja, und danach fahre ich nach Bietigheim, Bissingen. Weißt du auch warum? Weil ich da beim letzten Auftritt meinen Laptop vergessen habe. Da liegt nämlich mein Laptop noch in der Gaststätte. Ich fahre nach Winnenden. Nein, das ist mein Was denn jetzt? Das ist mein Privatlaptop. Ja, das liegt ja in der Nähe, 30 Kilometer. Ich fahre nach Winnenden-Bürg in das Gasthof zur schönen Aussicht. Da liegt nämlich mein Arbeitslaptop noch. Und deswegen darf ich da jetzt nochmal hinfahren, weil ich zu doof bin und den vergessen habe. Könnte jemand mal dort anrufen und fragen, ob der Laptop da liegt? Ja, der liegt noch da. Ich habe extra angerufen. Und den habe ich nämlich im Zimmer liegen lassen. Ich Idiot. Weil normal packe ich den ins Auto. Ich weiß nicht, wieso ich den mit aufs Zimmer genommen habe. Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich ihn deswegen im Zimmer liegen lassen, weil normalerweise lasse ich den im Auto. So, hier ist alles voll. Ja, tatsächlich. Und deswegen muss ich nach Winnenden-Bürg. Wir können auch in Städte, ins LBV. Oh, da können wir nicht zu viel. Ja, dann dahin ist immer noch Parkplätze. Dann spielst du lieber noch in der Städte. Ja, wegen mir, klar. Mir ist egal. Wieso kenne ich dich? Trausche dich nicht. Ey, der ist mit dem Höller da gekocht oder was? Ja. Das macht einen schlechten Ruf, ne? Das macht einen schlechten Eindruck. Der ist mit dem Höller da gekocht, mit dem Verrückten. Mit dem Penner. Ja, ja, genau. Der nichts schafft und seine Frau zum Schneeschippe schickt. Ey, das war krass, ey. Als das Kaffee noch offen gehabt hat, beim Streng. Soll ich mir das Prospekt mitnehmen? Hab ich erfahren, dass die dort am Stammtisch über mich geschwätzt haben, weil meine Frau morgens um 5:30 Schnee schippt. Ja, das geht ja nicht. Du liegst wieder Plauze im Bett. Ja, klar. Und die muss aufstehen und Schnee schieben. Ja, aber die muss doch sowieso aufstehen. Die muss ja um 6 Uhr zur Arbeit fahren. Ja, aber das ist doch... Also ist sie eine halbe Stunde vorher raus und hat Schnee geschippt. Aber als fürsorglicher Ehemann steht man dann mit seiner Frau auf und nimmt ihr Arbeit ab. Schließlich wisst ihr nicht. Habt ihr das? Selten so gelacht. So, der musste jetzt sein. Naja. Der musste jetzt sein. Als fürsorglicher Ehemann. Ein paar Stulle schmiere, an der Haustüre verabschiede und dann rausgehe Schneeschieber, währenddessen deine Frau arbeiten geht. Und wenn Schnee geschippt gemacht hast, dann heimgehe wieder, den Kindern ein schönes Frühstück machen, die Kinder wecken, Kinder zur Schule bringen. Irgendwann hat er auch Kinder und dann werde ich ihm das Video zeigen und genau die Stelle vorspielen. Als fürsorglicher Ehemann reicht es vollkommen aus, wenn du sie zweimal in der Woche durchvögelst. Wenn man darf. Wenn man darf. Wenn man darf zweimal die Woche. Das kommt dann eher stimmen, wenn man nicht darf, meistens nicht. Du weißt ja dann auch, wie es ist. Das wird auch rausgepiepst. Wir piepsen das alles raus. Männergespräche, weißt du? Ja. Männergespräche piepsen wir alle raus. Also willst du die Videos jetzt nicht haben? Welche? Die 347 Team Dreams Videos. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay. Versau doch nicht mein neuer Computer wieder. Genau, ja. Oh ja, vielleicht wollt ihr sie ja haben. Schreibt mir einfach unten drunter, ob ihr die Filme haben wollt. Nee, darf ich ja gar nicht. Sind ja illegal. Nee, sind eigentlich nicht illegal runtergeladen. Die sind völlig frei zugänglich. Wenn du den Link kennst, sind die Videos völlig frei zugänglich. Ja. Ey, was ist das für eine Webseite, die ihre Links so schützt? Weißt du, gar nicht. Die Links sind gar nicht geschützt. Wenn man weiß, wie es geht, kann man auf dieser Porno-Seite alle Videos und alle Bilder runterladen. Du musst nur wissen, wie. Ja, aber was braucht man? Das 347 Videos von teendreams.com? Nö.
kann man, wenn man, ja. Jetzt, und wie viel Speicher, wo ich da drauf machen kann, meine Sache speichern kann? Ein Terabyte hat der jetzt. Und ist das viel? Oder? Ja, das ist sehr viel. Was hat denn der alte gehabt? 500 Gigabyte hat der alte. Der alte? Ja. Aber sehe ich ja gleich, ich baue die Festplatte ja aus. In der Hoffnung, dass sie noch funktioniert. Die funktioniert noch, ey. Wenn die nicht funktioniert, dann geben wir den Computer zurück, weil dann brauche ich ja keinen Computer. Ja, du hast ja 10 Tage Zeit, den zurückzugeben. Die muss funktionieren. Ja. Sonst bin ich am Arsch. Ja, ich weiß. Aber da kann ich ja nur auch nichts machen. Ne? Wenn ich angenommen, der hat einen Stromschlag gekriegt, innen drin ist. Stromschlag. Innen drin ist alles verschmort und kaputt. Nein, der jetzt ja stinkt. Ja, dann kann schon sein, dass die Festplatte einen Schlag bekommen hat. Nein, das stinke. Und mach sie mir nicht kaputt. Na, ich mach sie sowieso. Wenn, dann war sie schon kaputt. Nein. Dann lass ich sie drin. Nein. Ja, was jetzt? Außerdem, warum kann man da den Akku noch austauschen? Ja, weil das besser ist. Ist es ein altes Gerät oder was? Nein, weil die das noch so machen bei Terra. Weil das besser ist. Ein fest verbauter Akku kostet 300 Euro, wenn du den austauschst. Und der da kostet dann 50 Euro, wenn du einen neuen brauchst. In 2 oder 3 Jahren. Und wie funktioniert das denn mit dem Akku jetzt? So ist es so wie beim ganz normaler, ja, den baue ich ein und dann geht er. Mensch, du Vogel. Kann ich den auch wieder, währenddessen der Akku vielleicht nur noch halbe leer ist, einstöpseln? Klar. Oder tut es dann den Akkuverbrauch minimieren? Nein, das ist heute nicht mehr so. Das ist heute nicht mehr so. Die Technologie ist heute so, dass du den immer laden kannst. Besser wie vor 7 Jahren? Ja, natürlich. Dieses Entladezeug gibt es bei Akkus, bei Laptop-Akkus nicht mehr. Das gibt es da nicht mehr. Das gibt's halt. Du meinst diese tiefen Entladungen, ne? Mhm. Man sollte irgendwie darauf achten, dass er nicht immer komplett entladen wird. Aber das wird er ja nicht. Ja, weil bei meinem alten Laptop... Und bei dem ist es ja nur eben gut, weil der Akku austauschbar ist. Wenn der in 5 Jahren eben nicht mehr richtig funktioniert, kaufst du einfach einen neuen Akku. Oder 7. Ja. Oder 7 Jahre. Weißt du, ein Laptop, der 7 Jahre, du hättest wenigstens mal eine Datensicherung machen können. Ja, das habe ich schon oft jetzt in den letzten 24 Stunden. Hat es deine Frau auch gesagt? Ja. Deine Frau hat es auch gesagt. Oh, ich mag deine Frau. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Das Bild, was sie mal hatte als Facebook-Profil, war das sie oder war das irgendein Model? Natürlich ist das sie. Das war sie, ne? Da hat mich der Joachim angeschrieben und hat gefragt, ob das nicht ein Model ist oder ob das deine Frau ist. Natürlich. Weil ihm natürlich die Augen rausgefallen sind, ne? Das war das mit der Bootstange. Ja, ne? Mein lieber Mann, ey. Joachim, das ist die hübsche Frau, die du am Sonntag umarmt hast. Genau, ja. Beim Genießermarkt. Und da hast du doch was gestern an dem Stand. Oh, beziehungsweise ich glaube, deine Frau hat irgendwas probiert. Die hat wieder wie Frauen sind, was kaufen müssen. Ja, ja, und meine Frau hat mich aber durchgezogen, weil sonst kommen wir da ja nicht mehr raus, weil jeder. Das war total in witzig. In der Turnhalle, oder wo? Ja, es war in der Turnhalle am Sonntagmittag. Da haben wir dieses Kräuter gekauft. Genau, ja. War total witzig. Ich war am Samstag mit meiner Frau einkaufen. Und auf dem Weg von uns bis zum Netto sind ja vielleicht 150, 200 Meter, mehr ist das ja nicht. Bin ich locker 5, 6 Mal angesprochen worden, umarmt und wie geht's und gedrückt. Und dann waren wir im Netto drin, haben mich nochmal 4 Leute angesprochen. Und auf dem Weg nach Hause haben mich nochmal 2 Leute angesprochen. Und irgendwann sagt sie dann, jetzt wird's aber langsam unheimlich. Weil so gut wie jeder, der uns begegnet ist, hat mich begrüßt. Aber es ist doch normal, oder nicht? Ja. Weil also, ich würde mit mir auch nicht gern einkaufen in der Stadt. Weil dich jeder kennt. Mhm. Jeder muss mit dir ein Wort babbeln. Mhm. Ist bei mir genauso. Wenn ich, normalerweise bräuchte ich 10 Minuten, aber durch das Gebabbel brauche ich 1,5 Stunden. Finde ich auch. Ja. Und da sagt sie, jetzt wird es aber langsam unheimlich, wenn du den jetzt auch noch kennst. Und ich sage, hi Marcel. Weißt du? Da sagt sie, das gibt's doch gar nicht. Sag ich, doch, das ist normal. Ich wohne seit 20 Jahren in Niederstetten. Ich fände es traurig, wenn mich nicht jeder kennen würde. Ja. Das wäre doch schlimm, finde ich. Dann lebst du ja in so einer Anonymität, die ich gar nicht haben will. Weißt du?
so ist das. Hey, ich bin doch bei Aldi Talk. Ja? Ich habe keinen Empfang mehr mit dem Scheiß. Ja, das ist scheiße. Ich habe sogar D-Netz, habe ich glaube ich sogar. Ich habe in Niederstetten E. Wo bist du? Ich bin bei 1&1 D-Netz. Und also vorher hatte ich. Keinen festen Vertrag. Vorher hatte ich Simio, das heißt ja jetzt blau. Ja. Da hatte ich in Niederstetten H. Ja. Und jetzt habe ich 1&1 mit D-Netz. Ich denke, boah, geil, D-Netz. Hab nur E. Da bin ich nämlich weg von 1&1, weil da Empfang A scheiße. Ja, total. Also ich bin völlig enttäuscht, ne? Bei Aldi war es eigentlich gut, bis auf den zweiten paar Wochen. Jetzt ist der Empfang schlechter geworden. Ja. Aber die können mich jetzt auch mal, jetzt gehe ich nämlich zu Netto. Aber Netto ist auch blau.de, glaube ich, Simio. E plus. Nee, im Netto hast du bessere Empfang. E plus ist Aldi. O2 ist, glaube ich, Netto, oder? Ich weiß es nicht. Weil, aber ich glaube, die Karte von Netto ist, glaube ich, E plus. Ja? Ja. Dann kann ich da alle hin. Und ich glaube, bei O2 kann man irgendwie die Netze wechseln, wenn man das will. Man kann unter 3-4 verschiedene Netze auswählen. Aber da, mit Handy kenne ich mich gar nicht aus. Wenn ich da was wissen will, frage ich immer meine Kinder. Die kennen sich da besser aus wie ich. Dafür schreie sie, wenn mir im Computer irgendwas ist. Das gleicht sich dann aus, weißt du? Das gleicht sich dann aus. Weißt du? Hätte man nicht den HP von Media nein, von hätte man nicht. Sollen. Der Terra ist völlig in Ordnung. Mit 16. Du wirst wahrscheinlich in 3 Wochen noch drumherum grübeln. Der, den wir jetzt haben, ist völlig in Ordnung. Ja, aber wenn man bessere haben könnte, ja, das heißt doch nicht, dass der besser ist. Vielleicht schon. Nee. Nur weil da 16 Gig drin ist, heißt es das nicht, dass der besser ist. Dann hat er eine SD-Platte drin mit 256 GB. Was willst du darauf speichern? Da passt da nichts mehr drauf. Nee, auch 1 Gigabyte. 1 Terabyte. Ja, weißt du? Und dann hat er vielleicht einen Atomprozessor oder einen Celeron-Prozessor. Das ist ja alles. Das heißt nicht, nur weil der mehr RAM hat, dass der dann besser ist. Das heißt es ja nicht. Vertrau mir doch einfach. Es fällt mir schwer. Es fällt ihm schwer, nicht mehr zu vertrauen. Mir vertraut er. Es geht darum, dass er unglaublich entschlussfreudig ist. Und das schon immer war. Ich kann mich am Anfang erinnern, als ich deine Computer betreut habe und ich habe dir dein Internet eingerichtet, hast du mich alle 2 Minuten angerufen, ob das jetzt Geld kostet, weißt du noch? Da vertraust du mir inzwischen auch. Das kostet aber kein Geld, hast du immer gesagt, wenn ich da hingehe. Ja. Ja, ja, das weiß ich noch gut. Wenn man sich nicht auskennt. Ja, das ist halt so. Dafür hat man ja mich. Aber dann musst du mir auch vertrauen. Der Rechner ist echt in Ordnung, der hat einen guten Prozessor, der hat eine schnelle Festplatte, das ist ein 17 Zoller. Ja, die 4 GB reichen völlig aus, ich baue dir noch 2 rein, hast du 6. Vielleicht habe ich sogar noch... Am besten ist, du baust du mal gar nichts rein, weil sonst ist vielleicht die Garantie... Nein, das ist heutzutage nicht mehr. Du darfst heutzutage den RAM-Speicher aufrüsten, ohne dass die Garantie am Arsch ist. Das darf man heutzutage. Nee, brauchst du aber. Das langt du dürftest mal. Jetzt am Laptop nur nicht drin rumlöten. Das dürfte man jetzt nicht. Ja, aber RAM-Bausteine darfst du jederzeit einbauen. So, wir sind da. Jetzt gehen wir essen. Machen noch ein Auf-Eating. Nee, nicht hier, da kennt uns jeder. Ja, stimmt, das ist doof. Das machen wir nicht. Stimmt, ich vermeide das eigentlich auch immer, ne? Dass ich so Videos mache, wo man mich kennt. Das ist scheiße. Ja, das mache ich ganz selten. Oder eigentlich nie. Dann schwätzt sie wieder so. Ja, ja, guck da, ja, wieder da. Was ist denn da schon wieder los, ey? Die kennen da ja gar nichts, du. Heute neu. Und tschüss. Und tschüss. Sag tschüss, meine Headline auf. Man darf nicht mehr so machen. Warum nicht? Weil man kann die Fingerabdrücke sehen. Hat letztens einer gesagt, man so. Könnte die Fingerabdrücke sehen. So und tschüss. Ja, genau. Und tschüss. Die Fingerabdrücke sieht doch keiner, so ein Quatsch, ey.